Hallo und willkommen zu meinem Tipps und Tricks Video zu CivCity Rom. Diese Tipps und Tricks in Video und in Schriftform werdet ihr auf civforum.de finden. Für diese Seite mache ich dieses Video. Das ist ein Forum, das sich vor allem mit Civilization und anderen Civ-Spielen beschäftigt. In diesen Tipps und Tricks möchte ich euch meine persönlichen Erfahrungen ein bisschen zugutekommen lassen. Und dann legen wir auch gleich schon mal los. Kommen wir zu den Brunnen. Die Brunnen, wie wir sie hier sehen, sind die einfachste Art und Weise, die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Wasser ist das Grundbedürfnis, das als erstes in jeder Hütte vorhanden ist. Und das wird durch dieses Symbol hier dargestellt. Wenn die Bewohner kein Wasser bekommen, werden sie auch gar nicht erst weiter aufsteigen. Also die Gebäude werden nicht aufgewertet, auch wenn alle anderen Waren vorhanden sind. Wasser ist wirklich sehr wichtig. So, und jetzt haben wir hier Brunnen. Mit Brunnen werden die Wasserversorgung in den ersten Phasen der Spiele oder der Kampagne sichergestellt. Im späteren Spielverlauf gibt es dann Zisternen, aber eben zu Beginn nur Brunnen. Und die sind auch deutlich günstiger als Zisternen. Die kosten nämlich mindestens 1000 für die Zisterne und dann nochmal mehrere tausend für ein Aquädukt. So, und jetzt hier die Brunnen. Die müssen auf jeden Fall im Einzugsbereich der Häuser sein, Ich höre, die Frau des die Kaisers versorgt wartet. werden Gibt es sollen. Milch? Und dann muss man auch darauf Hier achten, gibt es nicht gerade viele Tempel zur Auswahl, dass oder? die Brunnen eben nur eine begrenzte Kapazität an Wasser haben. Ihr seht, hier ist einer, der hier arbeitet. Und er hat hier nur ein paar Karaffen mit Wasser stehen und wenn die weg sind, ja, dann war es das mit Wasser. Also er besorgt natürlich immer neue, aber er kann auch nur begrenzte Mengen an Wasser nachliefern. Und deshalb sollte man immer dafür sorgen, dass im Einflussbereich von vielen Häusern möglichst noch mindestens ein weiterer Brunnen ist, damit der eine nicht vollkommen überlaufen ist und der zweite eben ja ein bisschen zur Hand geht. Und wenn man dann so eine kleine Siedlung hat wie diese hier, dann könnte man durchaus auch einen weiteren Brunnen noch dazu stellen. Ja, hier ist sogar noch ein weiterer Brunnen. Und wenn das nicht mehr geht, wenn man einfach keinen Platz mehr hat, dann geht man hier in die Forschung. Und da zeige ich mal den Tech Tree. Da müsste das gleich zu sehen sein. Da kann man nämlich. Ist das die Bewässerung? Na, jetzt finde ich das nicht. Das ist natürlich der absolute. Ah, da, Töpferei, genau. Der Vorführeffekt wollte ich gerade sagen. Hier die Töpferei. Wenn man die erforscht, dann seht ihr selbst 50% weniger Quellwasser erforderlich. Sprich, die Brunnen stellen mehr Wasser her. Ja. Und damit wird die Wasserversorgung hier deutlich schneller sichergestellt. Der Mystizismus wurde erforscht. Gut, ja, der Mystizismus wurde erforscht und wir sind hier mit dem kleinen Tipp zu den Brunnen fertig. Also wichtig, darauf achten, forschen, wenn möglich, dass man weniger Quellwasser benötigt und dafür sorgen, dass die Brunnen ausreichend vorhanden sind, damit sowas wie hier nicht passiert, dass eine Baracke keinen Wasserzugang hat. Die beste Möglichkeit, die Nahrungserträge zu steigern und somit einen Überschuss an Nahrung zu ermöglichen, ist einfach mehr Wehe Fleischereien zu uns! Die errichten. Götter blicken sicher voller Wenn Verzweiflung wir auf jetzt hier zum unsere Beispiel respektlose Stadt herab. weitere Fleischereien Statthalter, errichten, Immigranten erreichen die Stadt. werden sich diese von selbst hier ihre Ziegenkörper holen und diese vor Ort zu Fleisch verarbeiten. Und ihr werdet sehr schnell sehen, dass eine einzige Ziegenzucht ja deutlich mehr als zwei Fleischereien versorgen kann. Vor allem, weil der Karren hier in dem Nahrungsspeicher immer nur eine Fleischerei ansteuern kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man mehrere Fleischereien hat, denn die Bevölkerung Statthalter, selbst, in der Stadt brechen Feuer denn die aus. Bevölkerung selbst holt sich das Fleisch auch hier vorne in den Fleischereien ab, wenn es hier im Nahrungsspeicher keine mehr gibt. Also eine ganz einfache Möglichkeit und ganz einfache Methode, die Nahrung zu vergrößern, den Nahrungs, ja, Bestand zu vergrößern, ist
mehr Fleischereien zu errichten. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, und die ist hier, die Viehzucht. Wenn man die Viehzucht erforscht, seht ihr selbst hier unten am Rand stehen, Fleischer gewinnen 50% mehr Fleisch. Und diese Kombination aus Viehzucht erforscht und mehr Fleisch reingebaut, bringt euch deutlich mehr Nahrung und führt uns dann auch gleich zum nächsten Tipp, nämlich mehr Rationen. Über den Rationenbalken hier könnt ihr die ausgegebene Nahrungsmenge kontrollieren und damit natürlich auch direkt, wie schnell euer Nahrungsspeicher leer wird. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass ihr damit auch die Laune beeinflussen könnt. Ihr seht hier plus 4 und den grünen Smiley, hier oben plus 4. Das bedeutet, dass die Laune hier sehr gut ist und dass hier oben die Laune, die Stadtzufriedenheit insgesamt steigen wird. Jetzt könnt ihr aber, wenn ihr schon eine hohe Stadtzufriedenheit habt, wie hier zum Beispiel mit 91 ist recht hoch, dann könnt ihr die Löhne senken. Und so hättet ihr zum Beispiel statt minus 17 Denare plus 16 Denare. Ihr müsstet nur dafür sorgen, dass ihr ausreichend Nahrung habt und natürlich dann hier die Ration hoch einstellen. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass wenn man viele Fleischereien hat, auch gleichzeitig die Arbeitslosigkeit gesenkt wird. Da schlägt man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Straßen sind nicht nur notwendig, sondern sie beschleunigen auch den Transport bzw. das Laufen der Leute zu ihren Arbeitsplätzen. Das zeige ich euch jetzt mal, wenn wir zum Beispiel hier unten, wenn wir hier unten einfach mal ein Holzlager errichten und hier vorne eine Baracke, da seht ihr, kommt schon die ersten Arbeiter. Dann laufen die Arbeiter hier über das freie Feld. Und wenn wir jetzt mal rangehen, dann seht ihr sogar, dass die hier den Boden verändern. Der Boden, der wird zu planiertem Boden. Und darauf können sie dann schneller laufen als auf dem nicht planierten Boden. Aber wenn wir jetzt noch Straßen errichten, geht das Ganze noch viel schneller. Die Straßen sind jetzt nicht unbedingt notwendig. Wenn man also kein Geld hat, kann man an dieser Stelle ein bisschen Geld sparen. Aber die Straßen, die sorgen auf jeden Fall dafür, dass man erstmal schnellere Transportwege hat. Zweitens sehen sie auch schöner aus. Und drittens, das ist nicht zu verachten, das zeige ich euch jetzt, sie sorgen für entsprechende Zufriedenheit, nämlich Straßennutzung hier. Wenn wir die nicht haben, dann können haben wir keinen hohen Zivilisationswert und gleichzeitig auch langsamen Transport. Bürger möchten Güter. Achte darauf, neben jedem Produzenten, wie zum Beispiel diesem Holzlager hier, ein entsprechendes Lager zu errichten. In diesem Falle wäre das das Lagerhaus und das geht hier gerade gar nicht hin, aber hier in der Nähe kann man es bauen. Wenn du ein Lager in der Nähe eines produzierenden Gewerbes hast, wird dieses produzierende Gewerbe die Rohstoffe da ablagern und hier einen kleinen Vorrat anhäufen. Wenn jetzt weitere Werkstätten, wie zum Beispiel diese Bettenwerkstatt hier in der Nähe errichtet wird, kann aus dieser Bettenwerkstatt immer jemand kommen und sich hier die Rohstoffe abholen. Rohstoffe könnten unter Umständen schneller produziert werden als die Fertigwaren, wie zum Beispiel hier die Betten. Wenn du natürlich mehrere Bettenwerkstätten nebeneinander baust, wird sich das sehr schnell umkehren und die Bretter werden sehr schnell weniger werden. Dafür werden hier dann mehr Betten im Lager angehäuft. Achte auch darauf, dass du nur einen Karren hier im, wir haben den Schiffen Karthagos einen im Lager hast. Schlag versetzt. Das Mittelmeer ist für unsere Wenn Schiffe du jetzt sicher. Zum Beispiel noch ein weiteres Lager in der Ferne baust, um zum Beispiel deine Bevölkerung da zu versorgen, weil du hier hinten ein Stadtzentrum errichten möchtest und hier die Waren lagern möchtest für die lokale Bevölkerung, dann, wie gesagt, jedes Lager hat einen
Karren. Und wenn du jetzt hier viele Waren sammelst, viele verschiedene Waren sammelst, die hier hinten hin müssen, dann kann der Karren immer nur eine Ware gleichzeitig überbringen. Das heißt, dass es unter Umständen vorkommen kann, dass der Karren eine Ware dahin bringt. Die Ware wird dann hier verbraucht. Der Karren kommt zurück, um die nächste Ware zu bringen. Und die Ware, die er gerade gebracht hat, ist dann hier schon wieder verbraucht. Da ist es also geboten, vielleicht mehrere Lager zu bauen, weniger verschiedene Waren in einem Lager zu lagern oder diese Lager eben deutlich dichter aneinander zu bauen, damit der Transportweg schneller geht. Gleiches gilt natürlich auch für Nahrungsmittellager. Diese solltest du natürlich auch möglichst in der Nähe von Produzenten errichten, wie zum Beispiel hier der Ziegenzucht. Und die Ziegenzucht, die hat natürlich die Besonderheit, dass sie ihre Nahrung nicht direkt im Lager einlagern kann. Sie braucht noch Fleischereien dazu. Die verarbeiten das Fleisch von der Ziegenzucht. Man hat sie gerade super gesehen. Da hat der Bauer hier die Ziege gerade mit der Keule erschlagen und jetzt ein bisschen blutig. Und dann kommt die Ziege hier zu den Fleischern. Die verarbeiten die zu Fleisch und bringen dieses Fleisch dann ins Lager. Wenn du jetzt hier eine lokale Fleischproduktion errichten würdest, müsstest du das Fleisch aus dem Nahrungsspeicher zu einem Nahrungsspeicher bringen, der zum Beispiel jetzt hier hinten liegt und bei der Bevölkerung ist. Da kannst du ebenfalls den Karren versenden hier und hier Fleisch versenden. Dabei gilt natürlich das Gleiche wie für Warentransport wie Bretter oder Betten. Ebenfalls wichtig ist, dass man hier darauf achtet, dass man nicht alle Waren oder eben nur die benötigten Waren hier einlagert. Wenn du hier zum Beispiel auch Oliven einlagern lässt, kann es durchaus passieren, dass hier in diesem Nahrungsspeicher keine Nahrung eingelagert wird, sondern nur Oliven, die aber nicht als Nahrung verwertet wird, sondern zu Olivenöl. Damit wäre dann dieser Nahrungsspeicher nicht mehr als solcher vorhanden und die Fleischer könnten ihre Nahrung nicht mehr in den lokalen Nahrungsspeicher einlagern und müssten Statthalter, die weitere Wege Nahrungsspeicher der Stadt auf sind sich jetzt nehmen. leer. Achte darauf, dass einige Gebäude nicht unbedingt mehrfach produziert werden müssen oder gebaut werden müssen, sondern einfach die entsprechende Forschung nötig ist. So gibt es hier zum Beispiel diesen Ich habe Brunnen, gehört, dass der Kaiser sich gerade den von man einer durchaus mehrfach Kiemenerstattung bauen erholt. sollte, aber manchmal Aber Statthalter, gibt es was auch wünscht ihr nun zu die erforschen? entsprechende Forschung. Das ist hier in diesem Fall bei dem Wasser. Wo haben wir sie gleich? Das ist, na, wo haben wir sie? Hier, die Töpferei. 50% weniger Quellwasser erforderlich. Das bedeutet, dass die Brunnen weniger Quellwasser benötigen, Die germanischen Plünderer um werden dreister und haben mehrere und Kastelle entlang der mehr nördlichen Grenzlinie ausgeraubt. Bevölkerung hier auf einmal versorgen können. Mit einem einzigen Brunnen. Natürlich ist es hier in diesem Fall nötig, noch weitere Brunnen zu bauen. Einfach schon aus dem Grunde, weil nicht jedes Haus da rankommt. Ihr seht es hier, der grüne Rahmen sagt, der kommt da nicht hin. Und dieser eine Die Brunnen Katze hier meines wäre Nachbarn ist mit kürzlich der gestorben. Versorgung der gesamten Bevölkerung hier überfordert. Ein zweiter Brunnen ist da also absolut notwendig. Und eben dann die genannte Forschung, die wir hier natürlich jetzt noch nicht betreiben können. Gleiches gilt natürlich auch für die Religion, und zwar hier die Tempel. Wenn du hier einen Tempel errichtest, werden zwar einige zu dem Tempel hinkommen können, aber der Tempel kann nicht alle gleichmäßig versorgen mit seiner religiösen Eigenschaft hier als Tempel. Da brauchst du dann nicht unbedingt mehr Tempel, sondern Aber manchmal auch Statthalter, einfach was wünscht ihr nun zu die erforschen? entsprechende Forschung. Hier zum Beispiel Religion, schnellerer Tempelzugang. Dann gibt's nicht noch weitere Forschung? Ja, es gibt hier noch weitere Forschung, die finde ich gerade nicht. Mit der kann man dann das noch weiter steigern und den Zugang zum Tempel noch schneller gestalten und mehr Leuten gleichzeitig den Zugang zu einem einzigen Tempel. Das Ganze gibt es dann auch noch für die Schule und für einige weitere Gebäude. Also wichtig, nicht unbedingt mehr Gebäude, sondern auch auf die Forschung achten. Dekorationen sind nicht nur schön anzusehen, sondern sie erhöhen auch den Zivilisationswert. So, hier baue ich jetzt mal einige Gärten hin.
Das sieht dann schön aus. Je nachdem, ja, ist natürlich Ansichtssache, aber auf jeden Fall kommt das bei der Bevölkerung gut an. Das kann man hier sehen. Gärten. Hier, da ist der Wert der Balken für den Zivilisationswert Pracht schon ganz aufgefüllt. Als nächstes dürfte man hier noch ein paar, ja, Straßenfeger einstellen, vielleicht noch ein paar Statuen hinbauen, für schönere Häuser sorgen, mehr Wunder und Forschung und so weiter und so fort. Da ist eben hier die Dekoration eine gute Möglichkeit, die Stadt nicht nur schön aussehen zu lassen, sondern auch dafür zu sorgen, dass der Zivilisationswert steigt. Achte auf das Aufwertungsziel im Rahmen deiner Mission. Wenn jetzt hier oben zum Beispiel steht, baue drei große Hütten, dann sorge dafür, dass nicht mehr Hütten aufgewertet werden, als eigentlich notwendig ist. Denn mehr Hütten haben auch mehr Ansprüche. Hier seht ihr, die brauchen Wasser und Fleisch und die Hütten hier schon Wasser, Fleisch und Tuniken. Das schlägt sich natürlich auf den kompletten Warenhaushalt nieder. Wenn man mehr Hütten aufwertet, gibt es natürlich mehr Geld, weil die mehr Geld liefern können. Aber eben brauchen sie auch mehr Waren. Und vor allem, wenn man höherwertige Waren, ja, braucht, dann wird das Ganze richtig teuer, weil man natürlich mehr Waren herstellen muss. Und gerade im späteren Spielverlauf ist dann oftmals der Platz nicht unbedingt ausreichend für mehr Produktionsgebäude. Also ganz wichtig, auch hier achte darauf, dass du nicht mehr Gebäude aufwertest als eigentlich nötig. Das war der erste Teil meiner Tipps und Tricks. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Ausprobieren.